König. Der König ist die größte Figur, oft mit einem Kronenkreuz an der Spitze. Er hat unendlich viele Punkte. Er ist die wichtigste Figur. Der König kann ein Feld in jede Richtung ziehen. Er kann also nur kleine Schritte machen. Der König darf nie auf ein Feld ziehen, auf dem er geschlagen werden kann. Ein Angriff auf den König wird Schach genannt. Steht ein König im Schach und kann das Schach nicht abwehren, wird dies Schachmatt genannt. Der König kann so eine feindliche Figur schlagen. Die zu schlagende Figur darf nicht durch eine andere Figur geschützt sein. Auf wie viele Felder kann die Figur ziehen? Maximal 8 Felder. 3 Felder, wenn der König in der Ecke steht. Spezialitäten. Wichtigste Figur. Oberster Anführer seiner Armee. Einzige Figur, die nicht geschlagen werden darf. Wenn der König schachmatt gesetzt wird, ist das Spiel beendet. Wenn du aufgibst, kippst du deinen König um. Das deutsche Wort Schach kommt vom persischen Schah. Schah bedeutet König. Davon leitet sich der Name ab.